Hallo, meine lieben deutschsprachigen Zuschauer. Hier ist der Jörg von YouTube-Kanal Joggler66, Hour of the Truth oder Stunde der Wahrheit. Nochmal eben mit einem der Videos, die ich auf dem Spaziergang mit dem Hund aufnehme. Puh, bin schon beinahe außer Atem. Ich gehe die letzte Zeit nicht mehr ins Fitnessstudio, weil ich eine neue Arbeit habe oder mehr oder weniger anfangen werde, die das dann nicht zulässt. Ich brauche da mehr freie Zeit für, aber das ist im Weltlichen und ich wollte eigentlich ein bisschen was erzählen über das Spirituelle. Erstmal möchte ich mich bedanken für die große Aufmerksamkeit, die meine deutschsprachigen Videos bekommen. Da habe ich eigentlich nie mit gerechnet. Nachdem ich jahrelang immer nur alles in Englisch gemacht habe, war das für mich am Anfang auch ein bisschen komisch, auf einmal in Deutsch anzufangen. Aber das wurde ja verdammt gut angenommen. Alleine schon die Herrscher des Bösen Videos, also meine Übersetzung der Zusammenfassung des Buches Herrscher des Bösen, Rulers of Evil, ist schon fast 11.000 Mal angeschaut und ich habe noch längst nicht alle Teile hochgeladen. Aber ich bin dann natürlich auch auf die Mitarbeit von Andreas angewiesen. Wobei hier nochmal herzlichen Dank an meinen Bruder Andreas aus Deutschland, der die Übersetzungsarbeit auf sich genommen hat und der im Augenblick mit den letzten 6 Kapiteln beschäftigt ist. Deswegen wird es wohl eine Zeit lang dauern, bis Kapitel 20 bis 25 produziert und hochgeladen werden. Ist ja schönes Wetter, nicht nur bei mir, auch bei euch wahrscheinlich. Nachdem die Stürme jetzt in Deutschland ein bisschen vorbei sind, die Tornados, die Überschwemmungen, die wir die letzte Woche hatten. Heute haben wir, glaube ich, den 8. Juni oder 9. Juni oder sowas. Von daher wisst ihr, in welcher Zeit sich das bewegt. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich im Deutschen noch eine ganze Menge zu tun habe. Und das ist teilweise natürlich abhängig von Übersetzungen, wo ich auf Andreas rechne, dass er mir das macht. Aber der Mensch hat ja auch noch ein anderes Leben nebenbei. Und von daher bitte ich um etwas Geduld, dass ich nicht alles, was ich manchmal in den Videos ankündige, sofort machen kann, wie die Übersetzung des Eides der Jesuiten zum Beispiel und die protestantische Konfession von 1830 aus Ungarn. Und diese ganzen Dinge, das fragt eben ein bisschen Zeit. Und das wird noch nicht direkt für morgen sein. In der Zwischenzeit hoffe ich, dass ihr einseht, in welcher Zeit wir heutzutage leben. Und dass die Zeit, in der wir heute leben, eine Zeit ist, in der die Verfolgung von Menschen, so wie ich, die das Wort Gottes predigen, und zwar ohne Kompromisse, mehr und mehr gefährdet wird. Und ich kann nicht in die Zukunft gucken und weiß nicht, wann das passiert, aber dass sie meinen YouTube-Kanal irgendwann mal schließen oder dass ich irgendwelche Zugangscodes von der Regierung autorisiert brauche, meinen Personalausweis oder was auch immer, um mich einzuloggen ins Internet und ich weiß nicht, inwieweit ich sowas dann auch noch machen kann. Also sage ich, genießt davon, solange ihr den YouTube-Kanal habt, Joggler66 und meine zwei anderen Kanäle, Jogglers War und Disinfo und Jörg Lissmann. Wobei Jörg Lissmann ist im Augenblick natürlich nur mit Englisch und Inquisition Update beschäftigt und nicht anderen Sachen. Aber worauf ich hinaus will, ist, in der Zeit, in der wir leben und in der die Verfolgung von wirklich bibeltreuen Christen immer schlimmer wird, kann man nicht sagen, ob morgen das noch möglich ist, was heute möglich ist. Und dafür brauche ich eure Gebete. Ich bete selbst dafür, genauso wie ich für euch bete, dass ihr zu Christus findet und dass alles gut ist mit euch und dass ihr den schmalen Pfad der Erlösung, den Jesus uns vorgezeichnet hat, bewandeln könnt. Da bete ich genauso für. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch für mich und meine Mission beten könntet, dass das weiter erhalten bleibt und dass wir noch ein paar Menschen aufwachen können zu dieser Matrix, in der uns der Antichrist eingeschlossen hat, wo er uns die Bibel wegnimmt, das Wort Gottes wegnimmt, das Wort Gottes verfälscht und dafür sorgt, dass die Menschen heutzutage in einem System erzogen werden und aufwachsen, in dem sie nicht mehr das Wort Gottes gelehrt bekommen, wo dann Martin Luthers Worte von 1520, wo er sagte, dass wir unsere Kinder tagtäglich unterrichten sollten in den Schriften und wenn wir das nicht tun, dass auch die Schulen, wenn das da nicht gelehrt wird, weit oft geöffnete Tore der Pforten der Hölle werden, immer mehr und mehr Realität wird. Und von daher hoffe ich, dass sich das noch eine Zeit lang
abwenden lässt. Aber ich kann genauso wenig wie irgendjemand anders in die Zukunft gucken. Und ich weiß nur, dass es passieren wird. Und dann erinnert euch halt an meine Arbeit. Und deswegen kann ich nur jedem raten, der die Arbeit wichtig findet, sie nicht nur anzuschauen, sondern auch runterzuladen. Zumindest die Audios. Selbst wenn ihr sagt, ja, ich habe nicht so viel Speicherplatz auf meinem Computer, um die ganzen Videos runterzuladen, kann man auch nur als MP3 runterladen, das Audio. Und das fragt viel weniger Speicherplatz. Und das ist wichtig, so etwas für die Nachwelt zu erhalten. Ist jedenfalls meine Meinung. Ich mache das auch mit vielen Arbeiten, die ich habe. Ich habe mir eine extra Disk gekauft von 500 Megabyte, um meine eigene Arbeit und andere Arbeit darauf zu speichern, aber die ist jetzt voll. Naja, und so eine Disk kostet jedes Mal 50 Euro oder sowas und ich bin mit Geld sehr knapp gesegnet, um nicht zu sagen, ich hab's nicht. Von daher weiß ich nicht, ob ich mir noch eine neue Disk kaufen kann. Muss aber erstmal sehen, dass ich meine Miete nächsten Monat bezahle. Das ist ein bisschen wichtiger im Moment noch. Na, jedenfalls wollte ich euch noch mit auf den Weg geben, dass noch viele deutsche Arbeiten kommen werden, unter anderem auch eine Auseinandersetzung mit dem Buch Daniel, was ich alleine schon aus dem Grunde sehr wichtig finde, weil Martin Luther hat das Buch Daniel als erstes Buch aus dem Alten Testament übersetzt, als er die Übersetzung des Alten Testaments, nachdem er das Neue Testament bereits übersetzt hatte, auf sich genommen hat. Martin Luther hat die Wichtigkeit des Propheten Daniel eingesehen und vor allen Dingen, mir geht es gar nicht mal um Daniel 2, Daniel 7, mir geht es vor allen Dingen um Daniel 9, um die Verse 24 bis 27. Die sind sowas von unglaublicher Wichtigkeit, sie richtig zu verstehen. Und das fällt schwer, wenn man halt nur diesen deutschen Bibeln glaubt. Ja, wenn man halt nur diese deutschen Bibeln im Grunde hat, um da seine Lehre rauszuziehen. Weil ich muss euch ganz ehrlich sagen, ob ich da die Elberfelder lese, die Luther 84, die Luther 1912, die Schlachter 51 und die Schlachter 2000 oder die was weiß ich welche Übersetzung. Aus keiner einzigen Bibel werde ich so schlau im Verständnis von Daniel 9, 24 bis 27, wie aus der König James Bibel im Englischen. Und sagt er von, ja, ich kann kein Englisch. Gut, ich werde ein Video machen, wo ich diese Verse alle vier übersetzen werde und deutlich erklären werde und vor allen Dingen auch dabei versuchen werde zu erklären, warum das für unsere Zeit heute so wichtig ist, in diesem Betrug, in dem wir leben. Und gerade diejenigen, die eine deutsche Abstammung haben, die ihr ganzes Leben mit dem Schuldgefühl des Holocaust, des Zweiten Weltkriegs und sowas erzogen werden, werden viel besser verstehen, wofür der Holocaust, ob er jetzt so passiert ist, wie er uns gelehrt wird oder nicht, wichtig war für die römisch-katholische Kirche, um ihn zu bringen. Um diese Judenverfolgung zu bringen und um dafür zu sorgen, dass es einen jüdischen Staat gibt, der sich Israel nennt und heute in dem Land Palästina ist und die Stadt Jerusalem beinhaltet, wie sie das auch vor über 2000 Jahren tat. Warum dieser Staat gegründet werden muss, der total unbiblisch ist, wenn wir von unserer Zeit ausgehen, in der wir heute leben, weil da steht nichts in der Bibel von, dass es einen wiedererstandenen Staat Israel gibt. Es gibt Israeliten, ja, das sind bibelgläubige Christen. Das sind diejenigen, die dem Wort Gottes folgen. Das sind wirkliche Israeliten. Weil Jakob wurde von Gott Israel getauft, aus diesem Grund. Und von Jakob gingen dann die 12 Stämme Israels vor. Und diese 12 Stämme waren gottesgläubig und gottesfolgend, bis der Abfall reinkam. Aber dafür muss man ja die Bibel lesen. Das ist ja alles nichts Unbekanntes. Aber das ist das wirkliche Israel. Aber warum es da diesen Staat Israel heute gibt, im Nahen Osten, mit all den Folgen, die das mit sich mitträgt, all den Kriegen, die in der Vergangenheit da passiert sind, all den Unruhen, die da heute noch entstehen, und warum heutzutage von jedem Politiker gewarnt wird vor dem Islam, wobei sie auf der einen Seite den Islam umarmen, ne? Der Islam gehört zu Deutschland, sagen sie, und auf der anderen Seite warnen sie vor dem islamischen Terrorismus. Ja, man kann das eine nicht ohne das andere nehmen, weil der Islam ist eine kriegerische Religion, genauso wie die Religion, die den Islam gegründet hat, der römische Katholizismus,
auch eine kriegerische Religion ist. Und das weiß man und versteht man unter anderem, wenn man die Jesuiten versteht, die Gesellschaft Jesu, die Miliz du Christ, die Militia von Christ ist, Regimini Militantes Ecclesiae, die Kirche im Krieg. Die Jesuiten wurden nur gegründet als Konter, als Gegenreformation. Die Reformation brachte das Wort Gottes, das Licht Gottes in die dunkle Welt des Mittelalters. Und die Jesuiten sind damit beschäftigt, dieses Licht auszulöschen. Aber die Lampe Gottes wird auf dieser Erde nie erlöschen, solange es Leute wie mich und Leute wie euch gibt. Na, jedenfalls werde ich dieses Video von Daniel 9, 24 bis 27 in Kürze produzieren, erste Übersetzung machen und dann werde ich es produzieren. Und ich hoffe, es wird euch gefallen und es wird euch die Augen öffnen und vor allen Dingen auch gibt es ein anderes Licht auf die Geschichte, die wir normalerweise haben. Und ich finde, dass gerade wir Deutsche mit der Vergangenheit, die wir haben, dazu verdammt nochmal verpflichtet sind, wirkliche Geschichte zu studieren, um unsere wirkliche Herkunft zu begreifen und zu begreifen, warum das Deutschland, das sich als solches heute verkauft, das ist, was es geworden ist. Sie haben den Protestantismus da ziemlich wieder abgetötet. Und das Einzige, was in Deutschland heutzutage noch übrig ist, ist Katholizismus. Und Katholizismus hat mit Christentum nichts zu tun. Katholiken sind keine Christen. Sie sind Leute, die vielleicht, damit spreche ich jetzt den ganz normalen praktizierenden Katholiken an, Leute, die vielleicht Gott lieben, die Jesus lieben, aber die nicht verstehen, dass in ihrer Kirche eine Falschlehre gelehrt wird. Und wenn sie da hingehen und sie empfangen die Hostie und nehmen teil an der Messe und der Eucharistie und an der Kommunion und an all diesen ganzen Sakramenten, die da sind, dann verstehen sie nicht, dass ihnen zwar eine äußere Lehre gelehrt wird, für die das sozusagen gut ist, aber dass die innere Lehre eine ganz andere ist. Dafür verweise ich auf meine Lesung von Babylon nach Rom von Alexander Hislop. Da sieht man das ja. Das Problem ist aber, der Gott, den ich anspreche, wenn ich an solchen Dingen teilnehme, das ist der Gott der Kirche. Und der Kirche, die Kirche der römischen Katholiken, ist die Synagoge Satans. Und der Gott der römisch-katholischen Kirche ist Nimrod, der Sonnengott, Satan, Luzifer. Darauf geht es im Grunde hinaus. Deswegen Offenbarung 18, Vers 4. Kommt heraus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabet an ihren Plagen. Also ich habe mir eine ganze Menge vorgenommen und ich hoffe, dass meine Gebete und eure Gebete dazu helfen werden, meinen Kanal auch noch eine ganze Zeit lang aufrechtzuerhalten und dass ich noch weiter diese Dinge rausbringen kann. Das Wort Gottes verkündigen, das ist das, wofür ich mich gerufen fühle und das ist das, wofür ich meine, dass Jesus Christus und der Heilige Geist, Jesus Christus ist der Heilige Geist hier auf dieser Erde, seit er in den Himmel aufstieg, mich auserwählt hat, das zu machen. Und ich mache das gerne. Ich mache das mit Leidenschaft und ich mache im Grunde gar nichts anderes mehr. Das ist auch gut so. Man muss sein Leben Gott widmen und nicht dem Antichristensystem. Jedenfalls möchte ich bitten für eure Gebete, nicht nur was mich angeht, sondern was die Verbreitung Gottes Wort angeht. Da geht's drum. Ihr müsst nicht beten für Jörg von Joggler 66, aber dafür, dass das Wort Gottes weiterhin seinen Erhalt hier auf dieser Erde findet. Ob das jetzt durch mich ist oder durch andere, das spielt keine Rolle. Solange die Lehre, die da rauskommt, wirklich bibelbasiert und fundiert ist. Das ist das, was zählt. Nicht der Mensch. Gott betrachtet nicht den Menschen. Und das ist auch gut so. Und ich bin genauso fehlbar wie alle anderen auch. Ich kann auch Fehler machen, ich kann auch falsche Zitate bringen. Aber das tue ich dann bei mir, das kann ich euch versichern, aus Unwissenheit und nicht, weil ich irgendeine Agenda habe. Meine Agenda ist die Agenda der Wahrheit. Deswegen nenne ich meinen Kanal ja auch Hour of the Truth.
Deswegen habe ich, als ich im April 2011 den Kanal gegründet hatte, die Beischrift dabei getan: War on Disinformation. Krieg an die Disinformation, an die Falschinformation. Und damals war ich noch weit davon entfernt, jemals mich zu Christus zu bekennen. Da hatte ich nichts mit am Hut. Aber die Studien haben mich da im Laufe der Zeit hingeführt. Und je mehr ich das Wort Gottes studiere, desto mehr finde ich es wichtig, das rauszubringen, das unverfälschte, richtige, wahre Wort Gottes, jedem, der es hören will, mitzuteilen. Und manchmal auch jedem, der es nicht hören will. Und da kriegt man dann Troll-Kommentare von Jim Doe oder was weiß ich, wie der heißt, und Suiko, Marcel Suiko oder was weiß ich, die letztens meinen Kanal getrollt haben. Auf solche Leute reagiere ich gar nicht mehr. Die werfen mir Dinge vor, die nicht wahr sind, die ich nicht gesagt habe, und da reagiere ich gar nicht drauf. Das interessiert mich nicht. Naja, die Leute, die mich kennen und die meine Lesungen verfolgen und meine Videos verfolgen, die wissen, was ich sage und dass ich da niemals Trinität oder irgendwas gelehrt habe. Die Trinität, die Dreieinigkeit, ist eine katholische Lehre, eine babylonische Lehre und keine Lehre aus der Bibel. Die Bibel spricht von einem Gott. Es gibt einen Gott. Gott, den Vater im Himmel. Und Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Und der Heilige Geist ist keine Person. Aber da habe ich jetzt keine Lust, weiter darauf einzugehen. Das ist auch ein bisschen Selbststudium, da muss man selbst hinterkommen. Die Dreieinigkeit jedenfalls ist teuflische, babylonische, satanische Lehre und hat nichts mit dem Wort Gottes zu tun und habe ich auch niemals gelehrt. Gut, also mein Aufruf für dieses Video war eigentlich, naja, Aufruf. Also erstens mal wollte ich mich bedanken für die Zusprache, die ich auf meinem Kanal bekomme. Und ich wollte mich dafür bedanken, dass ihr so treu schaut. Und ich werde mir auch weiterhin Mühe geben, so viele wie mögliche Videos in Deutsch rauszubringen. Aber ich habe daneben auch viele englischsprachige Videos. Ich werde auch ein englischsprachiges Buch wieder anfangen. Genauso wie ich von Babylon nach Rom auch ein weiteres deutschsprachiges Buch lesen werde. Ich werde das halt verteilen. Seid nicht verzagt, wenn mal eine Woche oder zwei nichts Deutschsprachiges kommt. Es wird zurück was kommen. Und ansonsten könnt ihr mich immer über meinen YouTube-Kanal kontaktieren und fragen, was los ist, was die Agenda ist, wann dies kommt, wann das kommt oder wie auch immer. Ihr könnt mich immer kontaktieren über meinen YouTube-Kanal oder über Skype. Das habe ich ja früher schon gesagt. Wenn ihr wissen wollt, wie, ja, dann kontaktiert mich und dann werde ich euch mitteilen, wie ihr mich auch über Skype erreichen könnt. Weil viele Dinge kann man in Kommentaren nicht schreiben, weil das viel zu lang ist. Und dann kann man vielleicht mal eine halbe Stunde oder eine Stunde oder was über Skype sprechen und bestimmte Dinge klären. Mit Leuten, die spirituell ehrlich sind zu sich selber und zu anderen, kommuniziere ich immer gerne über Skype. Aber Leute, die nicht ehrlich sind und selbst wenn sie sich nach einem halben Jahr als Lügner rausstellen, da habe ich keinen Kontakt mehr mit. Und da gibt es auch einige Beispiele in meiner Vergangenheit. Deutsche und englische. Naja, also, ich hoffe, die Botschaft kommt an. Ich hoffe, ihr habt sie begriffen. Und ihr könnt euch freuen, wenn ihr das gerne hören wollt, auf nicht meine, sondern auf die biblische, deutschsprachige, korrekte Information über das Buch von Daniel, Kapitel 9. Mindestens über die Verse 24 bis 27. So, das war's für heute. Ich muss weiter auf meinem Spaziergang. Ich wünsche euch weiterhin noch einen schönen Tag. Hier scheint die Sonne ja ganz prachtig, ganz prächtig. Mein Hund hat auch ein bisschen Last von der Wärme. Ne, Lena? Komm, ein bisschen nach Hause, ne? Müssen wir was essen. Ja, komm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Jockler 66, Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab und sagt: Gott schütze und segne euch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.